Hallo, ihr Hübschen. Ich hab jetzt Telefon und Internetanschluss und so. Ich habe ein neues Telefon und habe gerade mit den Einstellungen gespielt. Also, wartet mal. Ihr müsst mir mal kurz helfen. Ich weiß nicht, was ich für einen Klingelton nehmen soll. Das ist echt wirklich, ja. Lautstärke ist gut, Klingelton. Oh, das hört sich an wie so eine Klingel an der Tür. Oh, das war nicht schlecht. Ja, ganz toll. Da soll man dran gehen. Was ist das für ein Lied? Nee. Also das gefällt mir eigentlich. Also Nummer 26 und Nummer 27. Also es ist die Nummer der Klingelton. Gefällt mir schon mal. Oh ja, das ist gut. Die Zeit ist vorbei. Jingle Bells, Jingle Bells. Also dann ist es ja dann Weihnachtslieder zu hören. Ist alles gut, ne? Und ein Anruf. Da werde ich ja nicht wach von. Das habe ich ja in. Oh, hört sich an wie so ein Spiel. Ach nee, das ist auch Weihnachtslied. Wo ist der Gangster? Ah. Nee, gefällt mir auch nicht. Ach. Oh.
Nee, alles gut. Oh, schon zu Ende. Schade. Hat wieder schöne Musik. Oh nein, das ist das Letzte. Also, ich nehme dann... Warte, ich muss nochmal zurück. Also einmal, entweder die 26, 27 oder 29. Dann gehen wir mal zurück. Also, ich meine, die 26. Sehr lang. Oh, es hört sich an wie so ein Königshaus. Ich nehme die 27. So, okay. Was für eine Ruhe. So, jetzt habe ich mein Telefon eingestellt. Oh, die Uhrzeit ist jetzt auch schon drauf. Und ein paar Nummern habe ich eingespeichert. Eigentlich nur eine Nummer. So, das ist dieses Telefon. Wenn ihr wissen wollt, was ich da für ein Telefon jetzt habe, damit ihr wisst, wo ihr diese Klingeltöne findet. Naja, wie schön die auch nicht sind oder doch, keine Ahnung. Mich kann jetzt angerufen werden. Ha, 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 aber keiner hat meine Nummer. Nicht mal mein Schatzi. Ich habe die selber nicht mal, weil ich dann nicht... Also ich habe die eingespeichert, aber ja, ich habe sie noch nicht auswendig erstens. Und außerdem, Handy ist sowieso mobiler, da kann man mich erreichen. Wie auch immer, eigentlich. Ne, und dann, ach ja, wenn ich gerade dabei bin, ich habe auch hier an mein Handy, bin ich nämlich am Basteln. Also ein paar Bilder an ein paar Bilder am bearbeiten für eine Seite. Das sieht so aus. Die Seite, die verlinke ich euch gerne. Die heißt Am Ende des Lichtes. Die ist von Facebook und da habe ich ein Bild halt bearbeitet hier und da kommt dann noch ein Name rein. Also hier der Name von denjenigen, die dann unter dieses Bild gepostet haben. So viel dazu. Und das bin ich am Bearbeiten und da habe ich so an die gut 500 Leute, die darauf geantwortet haben, auf dieses Bild. Und ich habe nicht mal die Hälfte, glaube ich, bearbeitet, weil ich einfach, ja, ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also nicht, doch, weiß ich schon. Also ich habe nämlich eine Liste gemacht. Ich habe jetzt Block genommen und ich schreibe gerade Listen. So. To-Do-Liste und eine Jahresliste für nächstes Jahr, was ich alles so vorhabe, was ich so machen möchte. Ja. Und vor mir, das kann ich euch jetzt nicht so zeigen. Das kann ich nicht, diese Kameraeinstellung kann ich nicht umdrehen. Aber ich habe einen Zettel da hängen, da steht Wünschen drauf. Da ist dann ganz viel frei. Glauben, Fragezeichen, ja oder nein. Ich weiß auch nicht, wann ich das geschrieben habe und warum ich das auch mit Edding da drauf geschrieben habe. Aber ist auch sowas wie eine To-Do-Liste. Wünschen und Glauben, ja oder nein. immer noch. Dieses Ding hat aber gestunken. Immer noch ein bisschen erkältet und stupfen. So viel dazu. Jeko, hol dir deine Möhre. Hier ist ein bisschen laut, laufen ganz viele durch ein Treppenhaus ständig. Also ich meine die Nachbarn, keine Ahnung, wer hier hin und her läuft. Vielleicht zieht ja auch schon jemand der Neues ein. Man weiß es nicht, weil oben ist eine Wohnung frei. Und da muss ich dann sonst einiges noch klären für unten im Keller. Oh. Ja, so viel dazu. Ich glaube, mein Hund hat mich gerade... Hier riecht es ein bisschen sehr streng. Gut. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und lasst euch nur gut gehen. Bis zum nächsten Video. Montag gibt es noch eins und dann natürlich am 1.1.
Bis dann, ciao.